Hallo und herzlich willkommen zu Part 10 von Indivisible. Jo, wir legen hier mal wieder los mit unserem Trick, wie wir es schon die ganze Zeit machen. Ballern die da unendlich oft ab. Ich weiß echt nicht, ob die dann echt Lebenspunkte in der Höhe verlieren. Aber es sollte eigentlich so sein. Jetzt kann ich da direkt draufhauen. Jo, die sind echt schon halb down. Das ist so ein krasser Trick, finde ich. Finde ich echt geil irgendwie. Macht doch Laune, kann man doch mal machen. Würde ich doch mal fast behaupten. So, und jetzt kann der hier noch ein bisschen reinschlagen und dann, denke ich mal, ist da auch nicht mehr so viel von denen übrig. Spezialattacke und das war's schon. Also mit Bogen kann man da echt super geil vorarbeiten. Jo, Level 7, das war's. Das funktioniert echt gut. Vielleicht kann man die sogar echt komplett downhauen mit dem Bogen einfach. Jo, wir lassen uns mal ganz gemütlich Zeit hier beim Absturz. Was war das? Achso, hier ist so ein Luftzug. Ah, cool. Kommen direkt relativ weit nach oben. Ja, und das war natürlich Quatsch. Ich muss natürlich gucken, ein bisschen, wo ich hinspringen muss. Ist schon cool gemacht. Fühlt sich irgendwie cool an. Nein. Achso, ich muss ja erst an die Wand. Ja, klar, logisch. Moment mal, kann ich da oben was durchschlagen? Sollte ich doch eigentlich. Das sieht doch zerstörbar aus, das hier, oder? Für mich mal schon. Irgendwie, aber irgendwie geht's nicht. Vielleicht muss ich da einen Schuss aus... Ah, genau, den Schuss vielleicht auslösen. Genau, so ist es auch. Kann ich jetzt trotzdem auf das Vieh draufballern? Da bin ich mir irgendwie unsicher. Vielleicht habe ich da schon ein bisschen was verpasst an Monstern, die ich hätte besiegen können. Da will er gar nicht mehr. Was mache ich da? Ja, die Jump'n'Run-Einlagen sind gar nicht mal so so unleicht. Ist das richtig, wo ich hier entlang laufe? Oder hätte ich müssen weiter nach oben? Ah, jetzt fängt das schon an. Wahrscheinlich hätte ich müssen noch weiter nach oben, um irgendein Geheimnis zu finden oder sowas. Nehme ich doch mal fast an. Oh mein Gott. Nein. Nein. Also, okay, nein, nein, schieß mich nicht weg. Oh, wie dumm bin ich denn? Alter Schwede, Mann. Ne, irgendwie tue ich mir echt schwer damit. So, jetzt aber, ne, das klappt nicht. Ich kann den nicht abschießen, oder was? Warum kann ich den nicht abschießen? Ich will den abschießen können. Sehr geil. Ne, der schießt sofort, wenn ich da vor ihm lande. Aber irgendwie muss ich doch da an dem vorbeikommen. Bis zum Tod, sag ich mal. Ja, genau so, den da. Nein! Oh Gott, ich bin echt gleich down. Ich laufe dann doch mal geradeaus weiter, habe ich gerade beschlossen. Ach, keine Ahnung, wenn ich da was verpasse, habe ich es halt verpasst. Irgendwann werde ich schon nochmal da hinkommen und vielleicht was anders machen können. Was weiß ich. Da oben ist doch was. Ah, da bin ich runtergefallen eben. Jetzt komme ich wahrscheinlich zum Löwenmann, der immer noch sinnlos hier irgendwie rumsteht und ich bin halb down oder wie auch immer. Ja, da ist er doch. Der Löwenmann. Noch ein Gefangener? Tunga. Oh, was, Gefangener? Suchst du Tunga, ist kein Gefangener. Ein Scharkai-Ritter kann nicht gefangen werden. Er erwartet einfach nur auf eine Gelegenheit. Habe Zeit. Haha, Zebei, der klingt gut, klingt wie du. Naja, nicht so ganz wie ich. Ich würde schon sagen, meine Stimme ist ein bisschen anders. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Anja. Anja, Anja, Einja. Die ist vielleicht aufgefallen, dass die Festung fällt. Wir haben für so einen Schwachsinn keine Zeit. Was machst du und dieser bekloppte Let's Player die ganze Zeit? Wir müssen uns beeilen. Stimmt, der hat eine ganz andere Stimme, aber egal. Und du, Tunga, der Shakai-Ritter, jetzt ist mir eingefallen, wie meine Stimme war. Wenn du auf deine Gelegenheit gewartet hast, dann war es etwas zu lange. Ja, ich weiß nicht. Besser jetzt als nie, denke ich. Wie soll ich mir nur diese ganzen Stimmen von diesen ganzen bekloppten Charakteren merken? Das wird nie und nimmer gelingen, aber egal. Gut, verschwinden wir von hier. Zeit, Ravenna einen auf die Glocke zu geben. Na, Moment, ihr seid hinter Ravenna her? Dann habe ich doch keinen Bock. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Na gut, ich hab doch Bock. Aber vorher, ein Janai-Ritter nimmt seine Schuld ernst. Ich muss zugeben, dass du mich gerettet hast. Obwohl das natürlich eine Schande für mich darstellt. Meine Einheit wurde vernichtet. Mein Königreich ist gefallen. Wenn du Ravenas Herrschaft ein Ende setzen willst, dann gehören ich und mein Urumi dir. Ich war zu lange eingesperrt und weiß nicht, ob meine Stimme noch die gleiche ist, die ich eben hatte, aber egal. Super, mehr Hilfe können wir immer gebrauchen, auch wenn ihr mehrfache Stimmen habt. Ich bin Anja, ich habe mehrfache Namen, Anja, Einja, Anita, wie auch immer. Und wir schlagen Ravanas Knochen zu Staub. Ja. Herrlich, Tunga von den Janai-Rittern hat wahrscheinlich jetzt die dritte und letzte Stimme. Letzter eines uralten Ordens, stets zu deinen Diensten. Freut mich.
Freut mich, noch einen Soldaten im Team zu haben. Du siehst wie ein rüstiger Mann aus. Es freut mich, dein Trainingspartner zu sein. Jo, alles klar. Nicht, dass ich eure Liebesbekundungen unterbrechen will, aber ich wiederhole mich. Die Festung fällt, ihr Vollidioten. Ah ja, schnell. Jo, alles klar. Und der Nächste in der Birne, jetzt mach nicht überrascht. Tunga, alles klar. Ein onkelhafter Krieger. Aha, begleite dich auf deiner Reise. Wunderschön. Aha, Attack nach unten. Tungas trifft alle Feinde in einem Radius um ihn herum. Okay. Mhm. Will ich Tunga mitnehmen? Was hat denn der für Werte? Ja, der ist nicht geschickt, aber dafür hat das sehr gute TP und HP. Soll man einfach mal für die Anja mitnehmen? Einfach mal so für den Spaß. Jo, Anja, verpiss dich. Nein. Anja, hallo? Gegen Tunga geht, ne? Die Anja muss immer drin sein, oder was? Wähle einen zweiten Charakter, der mit dem vorigen Auswahl ausgetauscht werden soll. Ah, jo, klar. Ja, hier. Geht nicht. Da will ich eigentlich auch drin haben. Ich bin eigentlich glücklich mit meiner Truppe. Ich will eigentlich keinen austauschen. Da haut halt ordentlich Schaden rein. Ja, vielleicht mal kurz für Rasmi. Tauschen wir mal kurz gegen Rasmi aus. Dann ist mal Tunga mit am Start. Und weiter geht's. Da geht nichts. Achso, und jetzt kann ich nur wieder zurück. An Tunga hat vielleicht jetzt die Möglichkeit, diese Schussviecher hier auszuschalten, oder was? Keine Ahnung. Tunga, mach was! Wow. Da rutschen wir mal schön. Tunga, bitte enttäusch mich nicht. Kann man echt die Charaktere verpassen? Das wäre aber geil irgendwie, oder? Das würde ich irgendwie feiern, wenn das wirklich so wäre. Ne, ich krieg's nicht auf den Appel und bin auch gleich down. Was für eine Möglichkeit habe ich? Ich habe direkt die Möglichkeit, da hochzuspringen und dann den hier zu machen. Das will mir nicht gelingen. Ich bin anscheinend echt zu blöde. Jetzt aber. Sehr schön. So, kann ich das Ding trotzdem noch abballern von hier oben? Das nervt mich nämlich kolossal, das Ding da. Aha, so sieht's nämlich aus. So, und jetzt könnte ich in den Kampf gegen das Vieh gehen. Die Frage ist, schaffe ich das Ding? Aber es wird mir nochmal EP bekommen und geben. Und ich glaube, ich fange mit vollem Leben an, oder? So irgendwie war da doch. Kann ich jetzt... Achso, jetzt kann ich weiter so auf den drauf ballern. Ist das so? Ja, ungefähr. Keine Ahnung, sind wir alle voll? Jo, wir sind alle voll. Jo, dann sehen wir alle mal im Einsatz. Hier, da geben wir dem Hati mal wieder. Ja, hier kann... Ah, genau, er kann mehrere Gegner hier angreifen. Das ist eigentlich auch ein cooler Move. Gefällt mir eigentlich gut. Kann man richtig schöne Kombos fahren. Das sieht man ja gerade. Wir haben schön Gas gegeben, was die Kombo anging. Das war ja schon mal ganz nett eigentlich. Jo, und mal gucken, was sein Spezialangriff ist. Aber die Kämpfe gefallen mir echt gut. Die sind cool gemacht. Also das ganze Spiel ist irgendwie ganz cool. Ja, das ist so Ninja-Man, sag ich mal. Der geht hier so Ninja-mäßig ab. So, und jetzt machen wir den Hati hier down. Ich dachte eigentlich, das wäre mal so ein Boss, der so ein Hati hier. Ist er aber nicht. Ist irgendeiner ready? Jo, genau. Dann mach du mal hier den finalen Strike. Und tschüss, Tunga ist aufgestiegen. Wunderbar. Jo, behalten wir doch die Truppe mal so bei. Ist eigentlich cool. Habe ich mich echt ein bisschen dämlich hier angestellt. Aber egal, wir haben es ja irgendwie geschafft. Irgendwie sind wir hier durchgekommen. Ja, und dann wäre das in der Gegend da, in der Mitte des Spiels, in der Mitte der Burg, wäre das natürlich auch gegangen. Habe ich dann natürlich ein bisschen versäumt. So, was ist mit dir? Kaputt. Kaputt ist mit dir. Hä? Ah, können wir dann so angreifen. Okay. Hören wir mal den hier. Da kann der Hati wieder Gas geben hier unten. Hier gegen alle. Bam. Jawohl, fast so in den Hintern. Wunderschön. Klingel, klingel, klingel. Dingelingeling. Und hier, Y. Nein. Ah doch, trifft noch. Sehr schön. Ja, und haben die ordentlich kassiert, sage ich mal. So, wie war das jetzt? Hier, nach oben angreift. Ja doch, oben. So, wunderschön. Traumhaft. Es ist ein Traum einfach. Wie kann ich mit ihm nach oben angreifen? Weiß ich nicht. Ja gut, das Blenden fehlt mir jetzt. Blenden ist schon mega heftig eigentlich. Das muss man schon sagen. Gegen starke Gegner könnte man das mal ein bisschen den Hintern retten, sage ich mal. Aber Tunga ist auch nicht schlecht. Ja, muss man mal gucken. Die Charaktere sind schon irgendwie cool. Kann man alle irgendwie so einsetzen und cool kombinieren, sag ich mal. Außer Anja muss halt am Start sein irgendwie. So, wieder eine Spezialfähigkeit aktiv. Kann er mal Gas geben wieder. Was macht er nochmal? Haben wir das eben schon gesehen? Ich glaube schon, oder? Macht so einen mega Prankenhieb da. So, bam. Und sie hier kann irgendwie gar nichts. Die riecht mich auf, die Anja. Wird die hoffentlich mal noch stärker? Ich hoffe doch. Ach stimmt, ich hätte müssen den Rundumschlag wieder machen. So, und jetzt hier.
Der Hieb trifft ja normalerweise alle. Bam. So sieht's nämlich aus. Schnipp, schnipp, schnipp. Ja, die Anja kann irgendwie echt nichts, aber sie hat einen Down gemacht. Jo, von der war der Pass. Oh, ups. Hä? Hätte ich sollen hier durch? Ja, wahrscheinlich, ne? Geht's hier oben noch irgendwie weiter? Aber es sieht aus, als ob es da oben weitergehen würde. Nee, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, ist vielleicht nur die Etage oben drüber. Guck mal nochmal kurz auf die Karte. Hm, keine Ahnung. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Laufen wir einfach mal weiter. Komme ich vielleicht jetzt gleich wieder dort raus, wo diese anderen Harties da waren? Die Erfahrungspunkte hätte ich halt gern noch gegen die Viecher. Das sind ja wahrscheinlich nicht unwichtige Erfahrungspunkte. Was ist da oben los? Da ist wieder so ein Hardy-Ding. Ja, und ein Speicherstand. Hm. Und da rutschen wir mal doof durch die Gegend. Ja, jetzt greift mich das Hardy-Ding natürlich gleich an. Welch Wunder. Tunga und Hardy. So. Feuer. Nein. Hier, genau. So. Jo, dann gehen wir direkt ran, würde ich sagen. Oh, cool. Bin ich so durchgerutscht. Was geht das auf? Warum habe ich nicht öfter drauf geschossen? Ich stepp. Aber man merkt schon vom Schaden her, der ist schon wesentlich höher, als er vorher war. Also hauen wir schon wesentlich mehr raus. Das ist schon richtig cool, sage ich mal. Hier, wir hauen so ein Hardy-Ding da fast mit einem Hit da weg. Ja, kann er mal seinen Bogenschuss da machen. Da freut er sich auch kaputt. Ja, das ist auch relativ heftiger Schaden, sage ich mal. Ist schon ganz witzig. Ja, die Truppe ist schon ganz cool. Hätte ich am Anfang anders eingeschätzt, dass das schwerer wird oder so. Vielleicht wird es auch noch schwerer. Jetzt vielleicht auch der Anfang einfach nur. Am Anfang ist es relativ heftig gewesen, finde ich. Und jetzt hauen wir da die Gegner echt zu Brei. Ist schon ganz witzig. So, das Ding löst sich auf. Am Bogen kann man halt super geil arbeiten. Ich speichere mal ab. Wir bleiben mal weiter dran. Wir haben zwar wieder 12 Minuten auf der Uhr. Machen wir heute mal ein bisschen länger. So, 1 Stunde 33 war der Spielstand. Dann machen wir hier mal weiter. Ich springe jetzt mal hier hoch. Ob wir hier irgendwas finden. Wo komme ich hier raus? Wo falle ich hier runter? Nein, irgendwas mache ich. Hätte ich müssen nach links gehen? Ich habe keinen Ahnung. Nein, links komme ich wahrscheinlich zurück, oder? Dort, wo ich herkam, wenn ich nochmal auf die Karte gucke. Ja, sieht schwer danach aus, dass man da zurückkommt. Da oben war die Quest mit dem Fahrstuhl. Hier ist irgendwas anderes. Und hier oben scheint eine Begrenzung zu sein. Also springen wir mal dorthin. Ah, da ist einfach nichts. Wie ging das nochmal mit der Karte, wenn ich lang nach oben gucke oder sowas? Ah, genau, so. Hä, aber hier wird mir doch angezeigt, dass da was ist. Achso, nee, Moment, das ist wahrscheinlich eine Etage oben drüber. Wenn ich dort bin, dann kommen die Wege, oder was? So, irgendwie war das doch. Ja, genau, wenn ich hier hochkomme, schätze ich mal. Ja, genau, so ist es auch. Und ich denke mal, hier sind wir jetzt an einem Geheimnis, denke ich mal. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. So, geben wir dem mal hier Luck. Spezialfähigkeit. Ist schon geil, also die Kampfdynamik, die Kämpfe machen unheimlich Spaß, muss ich sagen. Kampfdynamik ist schon sehr, sehr cool. So, hier Rundumschläge und da sind, glaube ich, alle down, oder? Ne, da kriegt er noch, ne, hat sogar noch kurz die Chance, nochmal zu leben. Ein kurzes Lebenszeichen. Oh ne, schlag nicht Luftlöcher. Oh, sie macht's natürlich. Oh, Anja, du kannst gar nichts. Legt er mal einen ordentlichen Namen zu, vielleicht. Vielleicht hilft das. So, ich schätze mal, dass wir da oben ein Geheimnis sehen. Da soll man, glaube ich, nicht hin, oder soll das der Hauptweg sein? Ich schätze mal nicht, oder? Oder wir kommen jetzt an dem Raum raus, wo wir hin sollen. Kann auch sein, dass das einfach eine Abkürzung nur war. So, hauen wir wieder die Hits hier raus. Aufs Monster. Und hauen den da quer durch den Raum. Auch mal nicht schlecht. 12er Hits. Direkt Doppelhit hier. Jawohl, und er ist wieder halb down. Wunderschön. Traumhaft kriegt es wieder ab. Wir müssen aber zuerst eine Spezialattacke einsetzen, dass wir die Spezialattacke auch wieder aufladen. Hauen dann hier direkt die Doppelhits raus und da ist tschüss. C-Ball steigt auf. Alle fliegen durch die Gegend. Die Gegner habe ich teilweise gar nicht gesehen. Sehr geil. Also das funktioniert echt super, muss ich sagen. Ja, und das ist der Raum, wo wir runtergefallen sind. Jetzt könnte ich mich aber hier tatsächlich wieder umschauen. Es wäre gar nicht mal so unclever. Weil ich glaube, wenn ich hier jetzt runterjumpe, da war doch die Stelle, als wo die anderen Viecher da noch kommen. Ich möchte die eigentlich gerne noch besiegen. War das so? Oder wo bin ich hier jetzt? Laufe ich jetzt wirklich sinnlos wieder eine Runde? Jo, mach ich. Oh, Monty. Oh, Monty, was machst du? Monty. Da war doch so ein Vieh. Ach, habe ich das schon besiegt, oder was? Ach, das war die Stelle hier. Jetzt habe ich also tatsächlich nur das Da-Monster noch nicht gemacht. Oh, nee. Oder? Und das ballert jetzt die ganze Zeit auf mich. Oh Gott, ist das so schlecht. Und freut sich kaputt. Aber ich kann es nicht anvisieren. Was soll ich denn machen? Es ballert mich immer wieder ab. Mein Gott, ey. Na gut, alles klar. Da haben wir genug gesehen. Kein Bock mehr.
So, hier ging es irgendwo hoch, oder? War das so? Nee, wo? Hä? Wo? Ah, ne, hier. Ja, war ein langer, erfolgreicher Ausflug, muss ich sagen. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder hochlatschen. Ich stepp, ich stürmel. Oh, Horn, Ochse. Ah, ne, Quatsch, das war die Stelle hier. Sehr schön, wir sind eigentlich direkt da. Traumhaft. Alter Schwede, was mache ich da für Sachen? So, Anja, gib alles. Ein Jahr. Und jetzt kommt wahrscheinlich Endboss, oder? Ah, wir können wieder speichern. So, würde ich sagen, 15 Minuten. Lassen wir es mal dabei. Dann sehen wir uns im nächsten Part an der Stelle wieder. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt einen Endboss sehen im nächsten Part. Bin ich mal sehr gespannt. Wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Ganzen hier. Mir macht es unheimlich viel Freude, das Game. Ich kann es echt nur empfehlen. Macht echt richtig Laune, muss ich sagen. Jo, wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.